Tschüss, Paros. Tschüss, Paros. War aber schön. Ja. War jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange? Sehr lange auf Paros. Eine Woche knapp, ne? Sind wir nicht an einem Sonntag angekommen? Ne, an einem Montag? Ich weiß es nicht. Naja, aber war, glaube ich, auch eine gute Wahl. Weil immer, wenn wir mal dachten in der Bucht, wir könnten weiterfahren, weil da jetzt nach wenig Wind aussah, musste man nur einmal über den kleinen Hügel gehen, einen Blick nach draußen werfen. Und dann wussten wir, macht Sinn, noch einen Tag zu bleiben. Also gehen wir nochmal ein paar Tage zurück. Eigentlich hatten wir nach Mykonos gewollt, aber der Meltemi vertrieb uns nach Paros. Und auch dort blieb der Wind, aber wir hatten eine wunderbare Ankerbucht. Für die nächsten Tage sahen wir rot für die Weiterreise. Also entschlossen wir uns, ein wenig zu bleiben. Und wie immer, wenn wir ankern, geht nach dem Anker das Beiboot zu Wasser. Der Hund will ja schließlich mal an Land. Wir liegen im Norden von Paros, in der Bucht von Nausa. Und dort ganz im Westen. In der Bucht gibt es neben mehreren Stränden auch ein ansehnliches Kloster. Und bei diesem herrlichen Licht ist es mal wieder Zeit für neue Fotos für Cinguines Instagram-Account. So, Ankerbucht hat sich gut gefüllt oder gut ausgetauscht. Ein paar neue Mega-Yachten hinzugekommen. Nervige Pötte. Hier haben wir ein bisschen Wind. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite und schauen wir mal, wie es draußen aussieht. Naja, morgen soll es ein bisschen ruhiger sein. Ganz trauen tue ich den Wetterbericht nicht unbedingt. Wir hatten neulich mal ein paar Anfragen, oder zwei ehrlich gesagt, wo es darum ging, warum wir den Hund immer oder die meiste Zeit auch an Land an der Leine haben. Das ist ein Grund. Cinguine ist war früher ein Straßenhund oder Hasum hat ihn von der Straße gerettet. Das heißt, er hat einen wahnsinnigen Appetit. Und sobald er Futter wittert, ist er eigentlich weg. Also man kann sagen, Cinguine, du bist eigentlich nur ein mit Fell bewachsener Magen, oder? Ja. Zum anderen ist es so, dass er auch ganz gerne Ziegen jagt und dann ist er schon mal weg. Drittens ist so, dass wir ja nicht wissen, auf einigen Inseln, hat man gelesen, gibt es noch relativ viele Schlangen oder Skorpione, weiß ich nicht, aber sicherlich alles Mögliche, was dem Hund nicht gut tun würde beim Direktkontakt. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Jetzt hier auf Paros gibt es sicherlich Tierärzte, aber so auf kleinen Inseln wie Levita, die halt echt am A-Punkt der Heide sind, da sind wir dann lieber ein bisschen vorsichtig und haben den Hund unter Kontrolle. Ne, Cinguine? Was sagst du dazu? Ja, willst du was essen? Komm her. Ja, komm, geh mal weiter. Komm, zum Boot. Guten Morgen! 1 Million?
1 Million für eine Woche Charter. Ja. Eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Mega-Yachten gucken, die hier reinkommen. Dann schauen, ob sie zum Charter sind. Sind die meisten und was sie kosten. Und die, die jetzt da gerade reinkommt. Oh, Garage macht auch. Immerhin 95 Meter lang. Was hat man eben hier gesagt? 12 Gäste, 14 Kabinen. 29 Crew und ist zu haben für 1 Million pro Woche. Egal ob Winter oder Sommer, wahrscheinlich je nachdem, wo das Boot dann hinfährt. Gebaut 2020 und die Bilder sehen auch sehr schön aus. Das ist so unsere Freizeitbeschäftigung. Und natürlich als nächstes zu gucken, legen Sie Ihren Anker über unseren. Was nicht an diesem, aber am nächsten Tag prompt passierte. Und so nutzen wir die Zeit, um erst einmal die Insel zu erkunden. Aber nein. Ich glaube, ich habe es falsch. Irgendwas ist hier falsch. Was? Irgendwas ist hier falsch. Habe ich falsch angemacht? In Parikia steht eine der ältesten Kirchen Griechenlands. Die Kirche mit den 100 Fenstern heißt sie. Als einmal jemand nachzählte, kam er allerdings nur auf 99. Unser persönliches Highlight bei der kleinen Rollertour über die Insel ist die alte Hauptstadt Lefkes. Sie liegt mitten in den Bergen. Die Gassen sind so klein, dass es hier keine Autos gibt. Dafür aber immer hinter der nächsten Ecke eine Kirche oder gar ein Kloster. Ah, ja. Und weil eine Gasse aussieht wie die andere, kann man sich auch schon mal verlaufen. Wir warten jetzt auf den lieben Jens, weil er sich verlaufen hat. In dem Dorf hier. Na, Tingene. Tingene. Jens hat sich verlaufen. Jetzt müssen wir alleine weiterziehen. Ohne Jens. Nach einem kleinen Umweg habe ich die beiden aber dann doch noch gefunden. Wäre ja auch schade gewesen. Nach einem herrlichen Sonnenuntergang sollte es am nächsten Morgen weitergehen. Bleiben, da wir heute auch ein längeres Stück haben, was eventuell um die 50 Meilen ist. Wir wissen noch nicht ganz genau, wo wir, also Kisnos wollen wir hin. Aber wir wissen noch nicht genau, welche Seite und welche Bucht. Das machen wir mal ein bisschen vom Wetter abhängig, dass heute morgens zumindest ein wenig ruhiger ist.
Und allerdings gegen Nachmittag kommt auch noch mal ein bisschen Wind, was gar nicht mal schlecht ist, weil dann kann man hoffentlich vernünftig segeln. Und wie schnell fährt er? 34 Knoten. Alter, wirklich 34,8. Ja, ja. Nicht schlecht. Jetzt nur noch 34,4 oder 34,5. Jetzt haben wir jetzt 15, 16 Knoten hoch am Wind. Welle geht. Sonne, nichts weiß. Aber das Ankerbier ist noch fern. Hauptsaison. Das heißt, alle Ankerbuchten sind voll. Sehr voll. Mit 1,40 Meter Tiefgang haben wir aber einen Vorteil. Wir können ziemlich dicht an den Strand heranfahren. Trotzdem schaut Asum erstmal, ob der Anker auch gegriffen hat. Der Anker sitzt. Und so haben wir eine ruhige Nacht in Kisnos. So, jetzt haben wir, ich glaube, Montag und es ist geplant, der letzte Tag EG ist, dass wir heute griechisches Festland erreichen. Da werden wir nochmal, ist es gar nicht so lang, sind so 30 Meilen, aber da kommt nochmal wohl guter Wind. Aber hilft nichts, weil die nächsten Tage ist auch guter Wind. Oder viel Wind. Ah, da kommt er schon. Müssen wir jetzt irgendwie durch. Und nicht nur durch den Wind, sondern auch durch das Gewusel aus Fährschiffen und Frachtern.
Wir haben das griechische Festland erreicht, die Ägäis durchquert. 12 Meilen vor Athen liegen wir, in einer Ankerbucht. Nicht schön, aber immerhin sicher für diese Nacht. 12 Meilen haben wir noch nach Piräus. Dahin geht's am nächsten Tag. Für 3 Nächte haben wir uns in der D-Marine in Piräus eingebucht. Die anderen Marinas wollten uns nicht. Wir wollen die Stadt erkunden und müssen ein paar Erledigungen machen. Ja, aber die Ecke rum vielleicht. Im Marina Office checken wir ein, genießen kaltes Wasser und die Air Conditioning. Draußen ist es brütend warm. Auch Cingene gefällt es hier anscheinend. Und zur Begrüßung gibt es sogar ein Präsent. Das war jetzt mal eine. Mein D-Marine kennen wir aus Göcek. Sehr teuer. Hier eigentlich auch. Geht, weiß ich nicht. Hauptstadt. Aber sehr netter Empfang. Und wir haben eine Flasche Wein. Oh, mögen wir gar nicht. Nein, stimmt. Aso mag das nicht. Und am Nachmittag gibt es dann einen Riesenschreck. Ja, die Dame ist abgehauen. Nicht die, die hat nur die Passerella nicht hochgemacht. Die ist auch doch genau. Bye, bye. Cingene! Cingene! Komm! Komm! Oh, Nauschede! Nimm du mal bitte. Hey! Ja. No, we are cleaning the boat and then she hates water. Yes. Yes, she hates water. This is the one that came here. I was looking for you everywhere. Cingene, ich war durch halb Athen mit dem Fahrrad gefahren. Sorry. So, next time she's here, you know where we are. Bye bye. Oh, ja, da bin ich ja. Na, auf das dann. Mal schauen, welche Überraschung Athen noch für uns hat.